Habt ihr irgendein Anliegen, Anders? Ihr habt für einen Sklaven einfach das falsche Temperament. Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ich frage mich nur, warum euch euer Besitzer nicht getötet hat. Warum haben die Templer euch nicht getötet? Weil ich ein einnehmendes Wesen habe. Die Reihe hat die Anweisung ausgefüllt. Ich brauche nur noch einen Zielort. Wohin sollen wir es bringen lassen? Der Vicomte wird reines Lyrium bestimmt nicht in der Feste lagern. Wo soll ich denn dann damit hin? Ich kann doch kein beschlagnahmtes Lyrium an den Docks herumliegen lassen. Das ist euer Problem. Verdammte Bürokraten, lasst euch nie wieder erstechen. Kauft noch heute eine Rüstung. Hallo, Emmerich. Evelyn meinte, ihr bräuchtet wieder meine Hilfe. Ich habe die letzten Jahre mit der Untersuchung der Morde an Ninette, Marin und den anderen Frauen zugebracht. Und endlich habe ich einen Verdächtigen. Einen Mann namens Gascard Dupuis. Dupuis? Ein lustiger Name. Orlesianisch. Er ist wohl adeliger Abstammung. Nachdem ich von seiner Schuld überzeugt war, ging ich zur Stadtwache und verlangte, dass Schritte gegen ihn unternommen werden. Die Wachen haben sein Anwesen durchsucht und nichts gefunden. Sie mussten sich entschuldigen und ich erhielt einen Tadel. Meredith hat mir verboten, meine Ermittlungen fortzusetzen. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich mir keine Hilfe von außen holen darf. Was habt ihr über Gascard Dupuis in Erfahrung gebracht? Er ist ein zurückgezogen lebender Adliger, der nur selten außerhalb seines Anwesens in der Oberstadt gesehen wird. Er kannte zwei der ermordeten Frauen und hat Fragen über die anderen gestellt. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein? Genau danach hört es sich für mich aber an. Gascard Dupuis verbirgt etwas. Davon bin ich überzeugt. Und diese Hilfe von außen bin wohl ich. Mir sind die Hände gebunden. Ich kann nichts unternehmen. Stellt euch vor, eine der toten Frauen wäre jemand gewesen, der euch am Herzen lag. Wenn Gascard Dupuis schuldig ist, dann muss man ihn aufhalten, bevor er wieder tötet. Das ist ein hehres Ziel. Wenn wir helfen können, sollten wir es tun. Wenn es euch so viel bedeutet, werde ich euch helfen. Ihr müsst nach Anbruch der Nacht zu Gascard Dupuis Anwesen gehen. Findet bitte heraus, was Dupuis verbirgt. Oder bringt mir Beweise, dass er unschuldig ist und ich Unrecht habe. Im Grunde also ganz einfach. Wenn nicht so viele Magier von Aufstand reden, müssen die denn... Ich habe hier eine Nachricht für euch. Wie lange müssen wir denn noch auf die Anweisung wegen des Lyriums warten? Ihr seht gut aus, und mein Geschäft ist dank euch jetzt viel besser sortiert. Wenn ihr weitere Zutaten beschaffen würdet, könnte ich andere Kreationen herstellen. Und natürlich bezahle ich euch eure Arbeit. Sicher, sagt mir einfach, was ihr benötigt. Großartig. Ich habe hier eine Liste der Zutaten. Willkommen zurück bei Solvir. Warum erlaubt uns die Kommandantin?
alles zu verkaufen. So viele Einschränkungen. Sir Ulrich hat mich auf... Hawk, der jüngste Spross der Familie Amell. Meinen Glückwunsch. Aber wie auch immer, was kann ich für euch tun? Kann ich den Templern vielleicht bei irgendetwas helfen? Hab Dank für euer Angebot. Aber nach dem, was vor 3 Jahren mit Tarani geschehen ist, hat die Kommandantin unsere Reihen abgeschottet. Unsere eigenen Leute werden wöchentlichen Befragungen unterzogen. Und sie hat jegliche Zusammenarbeit mit Außenstehenden beendet. Es ist schwer, genügend Rekruten zu finden, um unsere Zahl auch nur stabil zu halten. Es scheint, als wären alle wegen der Kunari besorgt. Wie ist die Haltung der Templer ihnen gegenüber? Sie sind Ungläubige. Und sie werden erst zufrieden sein, wenn die Kirche vernichtet ist. Welche Ziele die Kunari momentan in Kirkwall verfolgen, lässt sich allerdings nicht sagen. Sollte es jedoch zu einer offenen Auseinandersetzung kommen, stellen wir die größte Armee in der Stadt dar. Wir werden diejenigen sein, die ihre Verteidigung anführen. Ich höre immer wieder von der Kommandantin. Wann kann ich sie persönlich kennenlernen? Ich fürchte, sie hat sich seit eurer Ankunft in Kirkwall noch weiter zurückgezogen, Hawk. Und vor allem während der letzten 3 Jahre war sie äußeren Einflüssen gegenüber ausgesprochen misstrauisch. Ich frage mich langsam, ob nicht irgendetwas vorgefallen ist. Ihr scheint sehr wütend zu sein. Und ich dachte immer, die Kirche... Ihr wäre gegen das Gedankenlesen. Ist euch im Zirkel etwas widerfahren? Wie ich hörte, gab es Probleme in Ferelden. Wollt ihr damit sagen, ein Magier kann im Zirkel nur dann unglücklich sein, wenn Dämonen im Spiel sind? Nein, es ist nicht wegen Aldred. Auch nicht, weil ein Templer mich geschlagen oder vergewaltigt hat. Das kommt zwar vor, aber ich hatte Glück. Es geht um ein übergeordnetes Prinzip. Die Freiheit, die jeder Mann, jede Frau und jedes in Thedas geborene... Ihr wurde dem Zirkel übergeben. Ich wurde der Kirche geantwortet. Hawk wurde wieder...